He just wants to get past his teammates. Oh no, he's got a puncture. They made contact. Sorry, puncture. I have to say, that is racing and proper racing, and we want to see teammates go for it as well. And occasionally that happens. Safety car's been deployed. Los geht's. Zum Start in die neue Saison. Wer kommt am besten weg? Schalke ziemlich gut weggekommen mit dem Mini. Oh, Mike geht innen rein. Und Chor quetscht sich durch. Aber nee, Schalke da vorne. Oh, da dreht sich wer weg. Das einer der Ferraris. Oh, da dreht sich auch noch erst Martin weg. Erst Martin ist weg, das ist der Fighter und Dennis. Beide haben sich weggedreht. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Vorne alles geblieben, so wie das soll. Hinten haben wir natürlich große Positionsveränderungen. Ein großer Startgewinner ist Leinungsjan. Schon auf der 11. 5 Plätze gut gemacht. Und nach vorne der Benro. Auch schon 4 Plätze gut gemacht. Auf Platz 4 ist er schon. Und der Fighter dreht nochmal weg. Der dreht sich weiter weg. Das ist ja wohl ein Katastrophenstart hier. Die Reifen sind tot. Er zieht sich hier dran. Mike hat kein ERS mehr. Das muss jetzt gehen. Er schafft das. Das wird er auch schaffen. Ist jetzt vorbei. Kann Mike nochmal dagegen halten, ist die Frage. Hendrik mit 3 Sekunden. Oh. Aber Benno scheint sich durchzusetzen, ja. Jetzt hat Mike das DRS. Kann er nochmal zurück angreifen? Ich glaube nicht. Nein, das Ding ist, da ist er zu weit weg. Jetzt gehen wir wieder mal zu Sonntil und Soros. Der ist gut dran, der wird jetzt den Move wagen, glaube ich. Wird an der DRS gerade vorbeigehen. Boom, Leinungsjan direkt dahinter, der wird es auch wahrscheinlich versuchen wollen. Sonntil jetzt dicht hinter Soros, das kann. Soros könnte zwei Positionen verlieren. Soros wird zwei Positionen verlieren. Richtig dicht dran. Und geht mit vorbei, Soros jetzt außen. Er kämpft noch gegen ihn. Haben jetzt beide DRS. Gucken, wer kommt besser aus der Kurve raus? Auch der Pure Soap ist dahinter. Er könnte jetzt innen reingehen, aber er lasst es. Das ist auch vernünftig. Schauen wir mal. Und das Safety Car kommt rein. Ja. Und in der Sim 1 gibt es die auch gerade ein Safety Car und PS4 selber ist sogar schon draußen. Der ist schon rausgeflogen. Aber das ist jetzt egal, wir konzentrieren uns jetzt hier in der Sim 4 auf den Restart. Und Pure Soap. Wie lange geht er noch? Safety Car, ja, das hat er perfekt gemacht mit dem Safety Car, musste da nicht mehr abbremsen. Und hat jetzt schon eine halbe Sekunde Vorsprung auf Arnold. Stark gemacht auf jeden Fall. Schatten kommt natürlich und da hinten der Kev verliert schon ein bisschen Zeit, natürlich durch die Mediums. Boah, Sharky direkt dahinter, der klebt da schon dran. Haut jetzt alles an die ERS raus und wer das der wird versuchen. Ist ein paar Bremst, aber ist vorbei an Cap.
Der wird jetzt jagen. Der wird dich sowas von jagen. Am Ende der Runde wird der hier. Ja. Er hat 10 Runden jüngere Softs, also hat der da unseres Spiel, um ehrlich zu sein. Der wird nicht mal DRS brauchen. Nee, wird auch nicht. Der ist ja jetzt schon in seinem guten Diffusor dran. Ja, das hat er ganz gut gemacht. Und geht vorbei auf P2. Jetzt wieder Pure Soap jagen und hat natürlich jetzt dann Arnold und Pure Soap, wenn er den überholt, als Puffer zwischen ihm und Kev und kann sich dann natürlich absetzen mit den Softreifen. Die von Tuschika gerade für 1 und 2 nominiert worden, haben gerade beide eine Strafe gesammelt. So, und jetzt geht Sharky hier dran vorbei. Ganz easy going. Wahrscheinlich. Obwohl er noch nicht mal das DRS dafür gerade braucht. Und ist schon vorbei. Also das hat er ganz gut gemacht. Ja. Also den wird er hier gleich auf Chance sogar auslassen. Sharky mit der 29-7. Schon 2,5 Sekunden vor Pure Soap, also. Wenn Sharky das Ding heute hier nicht gewinnt, dann wird das keiner gewinnen hier, also. Ja, Mike ist Benno hat schon. Mike jetzt auf Platz 14. Und Benno, ja, mit Flügelschaden, das ist natürlich ja, eine Katastrophe. Mike, Zoros und Bofrostmann, das sah gerade wie eine lustige Konstellation aus. Und auf Xaros verliert Zoros. Aber Xaros hat schon wieder 2 Plätze auf einmal verloren. Das aber jetzt hat Xaros nochmal dagegen gehalten. Und der kann sich sogar verteidigen, das hat er jetzt gut gemacht. Oh, und Da gibt es einen Crash. Henriksson und Bofrostmann. Und Mike jetzt vor auf den 10. Platz. Ja, ganz. Keine Ahnung, ob das jetzt so schlau war, in die letzte Kurve rein anzugreifen. Nein. Wir den DRS haben. Nein. Also ich würde jetzt Wegmann nochmal. Aber Mike kann sich gut verteidigen. Echt gut, also. Hat DRS-Nachteil, macht er das sehr stark. Die der Wegmann hatte auch kein DRS mehr, der war auf 0 gerade. Ja, Mike auch. Mithalten. Echt? Ja. Oh, gut. Klicker kommt schon sehr dran, kommt sehr gut dran. Und ja, Kartenmann. Das hat nicht gereicht. Oder ich jetzt den Switch ergreifen. Mehr Schwung und hier nochmal fürs kurze Stück nochmal dran vorbei. Vielleicht kommt gut dran auf die Innenseite. Ja. Kartmann hatte kein ERS mehr. Vielleicht ist die Rate. Ja, auf 30% nebeneinander jetzt. Gott, durch die S's hier und Kartmann von außen. Boah, Jasses. Gucken wir aus der Helikopterperspektive. Aber Klicker kann sich durchsetzen. Auf Platz 6 mittlerweile. Klicker und Kartmann. Kartmann greift jetzt von außen an. Bremst sehr spät. Und kann der Klicker nochmal einen Switchback machen? Kriegt jetzt nämlich das DRS ab? Nee, tatsächlich nicht. Kartmann hat das DRS gut ausgetrickst. Stark gemacht von ihm. Falter dreht sie weg, der dreht sie weg und der Reifen ist ab. Falter ist raus. Falter ist raus. Und wir haben schon wieder einen Safety Car. Und Mike direkt dahinter, das könnte direkt einen Angriff geben. Und geht da innen rein. Ja, macht er. Ja, nebeneinander, aber wird zurückziehen müssen. Zeit, ja. Leute hinter Mido und Kartmann dicht. Zwei hinter, dahinter ist da wirklich echt. Der versucht, das in die Kurve. Etwas zu. Ja, das war stark. Geht innen durch. Mike in Kursorb jetzt. Das DRS geht an. Gucken wir von der Rückfahrkamera und da geht er ja schon dran vorbei. Mal. Erste Kurve jetzt Seite an Seite und ist vorbei und auch Mido geht außen vorbei. Echt gut gemacht von den beiden. Das war echt gut gemacht. Gut geschnuppt. Oh, der Mike, der muss vorbei. Da jetzt ganz schnell vorbei. Geht da jetzt außen rum nebeneinander. Oh, und Pierce schlüpft auch durch.
oder? Na, noch nicht, der hat es noch nicht geschafft. Oh, Mike verbrennt sich, den müssen wir jetzt halt raus. Genauso wie Hendrik Sohn. Sohn ist jetzt direkt dahinter, der kann wieder kontern. Ey, Mann, der Spannung hier. So, Sohn ist wieder vorbei. Oh, Mike. Und das kostet den beiden so viel Zeit, das ist Cam auch schon weiter weggefahren. Zeig mal die Reifen, jo, kein Thema. Reifen, die ersten zwei mit uralten Reifen, alles dahinter, relativ neu bis Hendrickson. So, und jetzt geht Mike nochmal innen rein. Hendrickson nochmal mit 3 Sekunden, ist uns jetzt scheißegal, denn das hier ist jetzt der uns vielleicht mögliche Sieg hier. Mike muss da jetzt vorbei und das sieht so aus, als wenn er da jetzt auch vorbeikommen würde, endlich mal, oder nein? Boah, doch. So ein Deal hält er gut dagegen. Hey, und jetzt muss Amien nehmen. Wer hat jetzt die größten Eier? Wer hält er jetzt durch? Oh Gott. Oh Gott. Ja, Mike, oh, so, der dreht sich. Oh Gott, was ist da passiert? Cartman hat's auch erwischt. Ach du Scheiße, ich glaube, Mike hat hier mal so viel in den Platz rausgelassen. Also, nee. Davon hatte keinen Platz mehr. Das ist kritisch. Ach du Scheiße, das ist jetzt so Zunschel alles gewesen. Vielleicht jetzt mit einem Speedback, aber Mike ist... Das wird nix. Das war der oh, Mike läuft mit! Was wird das jetzt? Drag Race bis aufs Ziel, aber Mike fängt es nochmal an. Das und DRS wird aktiviert und Sharky geht hin. Der Pure Stop konnte keine DRS mehr nutzen, deswegen hat er es verloren. Und Sharky gewinnt das erste Rennen der Season hier in der Sim 4, gefolgt von Mike und Pure Stop auf dem Podium.